hereingeflattert und damit herzlich willkommen hier zu Stardew Valley mit mir, dem Scherbi. Da sind wir wieder hier in Helikan und auf dem Scherbenhof und werden natürlich erstmal wieder, wie gehabt, hier den Fernsehapparat bedienen. Denn wir müssen ja unbedingt wissen, wie viel, was hier genau los ist in der Stadt. Was haben wir morgen? Das Sterntotaler Volksfest. Um 9 Uhr. Ja, das schaffen wir. Kein Problem. Was sagt der Wahrsager? Aber die Geister mögen uns heute leider nicht so gerne. Und was sagt Leben vom Land? Gegenstände im Rampenlicht. Die Recyclingmaschine. Hast du eine Menge Müll geangelt? Das kommt heutzutage einfach viel zu häufig vor. Allerdings kann man mit einer Recyclingmaschine diese Gegenstände wieder in etwas Nützliches verwandeln. Wirf einfach den Müll in die Maschine und sie kümmert sich darum. Jede Art von Müll produziert eine andere Art von Gegenstand. Sehr nice. Und heute hat Sandy Geburtstag. Okay. Dann müssen wir also mal gucken, dass wir hier fertig werden. Was haben wir hier? Hallo Tizian, du bist so ein guter Nachbar. Da dachte ich mir, ich sende dir ein wenig Tierfutter, um dich bei deiner Arbeit zu unterstützen. Mach weiter so von Mani. Ja, danke dir. Und noch mehr Briefe. Hallo Tizian, ich wollte dich nur an das Stardew Valley Volksfest morgen erinnern. Vergiss nicht, deine neuen Gegenstände für deine Auslage mitzunehmen. Das Fest beginnt um 9 Uhr auf dem Stadtplatz. Wir sehen uns dort. Und da habe ich ja hier schon ein bisschen vorgesorgt, was ich dann mitnehmen möchte. Ich werde aber, glaube ich, hier und da noch mal ein bisschen nachher was anders machen, ne? Aber gucken wir mal. So, das nehmen wir alles mal mit. Ah, die Tiere sind jetzt auch wieder draußen. Zickzack hat wieder keine Milch. Was ist denn mit Zickzack? Warum hat die denn keine Milch? Schmeißen wir hier auch wieder rein. Ach, wir haben ja gerade so viel Heu auch in der Hand. Gib mir das dann hier. Hier Stück zum Heuballen zugefügt. Kann das eine gar nicht bedienen, glaube ich, ne? Das ist ja doof. Na gut, ich habe jetzt hier eh genug in der Hand, dann schmeiße ich das halt so rein. Habe ich Milch? Ich habe soweit Milch, ne? Die hätten wir hier. Ziegenmilch und die andere. Weiß nicht, ob ich noch so einen Käse mitnehme. Machen wir zu. Muss ich nur mal gucken, was hatten wir denn da jetzt nochmal? Marien. Knochen. Haben wir reingeschmissen. Habe ich der Katze schon Hallo gesagt? Noch nicht, aber jetzt schon. So, der Mais ist auch fertig. Kann ich den Mais eigentlich auch da reinjagen? Eine gute Frage, ne? Das geht.
jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Hab ich gerade die Köder wieder weggepackt. Die wollte ich ja noch zum Strand bringen. Das sind alles Sachen. Was ich wegpacken muss und was ich behalten muss. Da haben wir aber auch viele Sachen hier, ne? Ich muss mal gucken, wo lasse ich denn das alles? Der Dünger, der kam hier irgendwie nicht rein. Dann kam der hier hinein. Batterien und das Holz, das behalte ich einfach mal in der Hand. Kling! Diese schmeiße ich hier mal mit rein. Aquamarine kommt hier hin. Und den nehmen wir mit. Den brauchen wir wahrscheinlich auch. Mayonnaise haben wir genug. Kommt hier der Ziegenkäse rein. Das wird also dann verkauft. Das hier behalten wir erstmal in der Hand, beziehungsweise die Batterien kommen hier hinein. So, was habe ich denn da für Setzling? Ich habe einen Orangensetzling und ich habe einen Granatapfelsetzling. Das ist ja echt nicht viel, ne? Schreibt mir das mal eben auf hier. Granatapfel und Orangensetzling. Da fehlen mir noch Kirschensetzlinge, Pfirsiche und auch Apfel und so, ne? Noch ziemlich teuer. Da muss ich mal gucken, ob ich die gekauft kriege. Jo. So Wüste hätte ich dann beinahe gesagt. Ach ja, und die Mühle, die muss auch nochmal wieder was bekommen. Was nehmen wir denn? 30 mal Reis. Ins Gewächshaus will ich nochmal eben reingucken. Wie sieht's denn hier aus? Okay. Das ist die Fläche, die wir haben. Und hier können wir bestimmt auch die Gießkanne aufladen. Wie viel haben wir denn hier? Wie viele Felder? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 haben wir. Okay. Da haben wir so. Das ist, glaube ich, mehr, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Dann schmeiße ich das auch noch wieder in den Kühlschrank. Die Packungen Weizenmehl. Den Kühlschrank finde ich auch eigentlich ein bisschen komisch, ne? Aber gut. Ich sag mal nichts dazu. Nicht, dass das ein guter Ort ist, um Mehl aufzubewahren. Wird das nicht feucht und dann voll komisch? Eigentlich schon, oder? So, also ab in die Wüste, der Sonne hinterher oder so ähnlich. So, da sind wir dann beim Kamee, hallo. Hallöchen. Hier sagen wir auch hallo. Was hast du denn heute? Nichts, was wir hier benutzen können. Okay, schade. Mitternachtsstranddoppelbett. Okay. Okay, schade. Also das Aquamarinzeug werde ich hier gerade nicht los. Ich holze eben mal alles an Holz weg. Und hoffe noch mal ein paar Kokosnüsse und andere Dinge zu bekommen. Soll ich das eigentlich gießen hier? Oder sollte man das gießen? Was ist damit? Ist ja auch so merkwürdig, ne?
Guck mal. Macht ein Emily hier. Bin so froh, einen Tag frei zu haben. Bin zufrieden. Wie ist das Wetter in Stardew Valley so? Die Blumen dort duften herrlich. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert. Das freut mich. Danke dir. Okay, hat der Laden denn dann offen? Geht erst dann zu. Aha, also an ihren Geburtstag hat der Laden. Gut, hier ist dieser komische Türsteher. Mit dem kann man sich auch nicht anfreunden, ne? Weiß nicht, kommt ihr mit Securities und Türstehern immer gut klar? Ich eigentlich immer. Weiß nicht warum. Ich wink denen auch irgendwie immer automatisch zu, wenn ich irgendwo reingehe und so. Meistens winken sie mir dann zurück und ich werde einfach reingelassen, egal wo ich hin will. Das ist ja irgendwie so ein ungeschriebenes Gesetz zu sein, so nach dem Motto, wenn du höflich zu dem bist, sind die auch höflich zu dir. Ich hatte auch schon mal ein, zwei uncoole Leute, aber das war halt so ein... Ja, das war noch okay. Ich weiß noch einmal, da bin ich mit Freunden in so eine Riesendisco gefahren. Irgendwie 5 oder 6 Räume. Riesenteil, total unübersichtlich. Kein Mensch wusste, wo man da war. Und, wie heißt es, da sind wir nicht reingekommen, weil der Kollege von uns eine kurze Sporthose anhatte. Also die sah auch nicht mal unbedingt sportlich aus, aber halt eine kurze Hose, so 3/4 Hose. Und die eine hatte halt eine Jeans an. Dann haben die einfach getauscht. Dann hat er einfach ihre Jeans angezogen und sie hat sich dann einfach seine kurze Sporthose angezogen. Also haben wir uns wieder in die Reihe gestellt. Und eigentlich hatten alle Angst, dass ich nicht reinkomme, ne? Weil ich hatte so eine Schaffelhose an, also so mit richtig breiten Beinen, mit ganz viel so Bändern dran, so ein Hemd, darunter noch ein Netzhemd, also mit so langen Ärmeln und die Haare auch irgendwie so zur Seite gemacht irgendwie. Alle dachten, ich komme nicht rein, kommt der Kollege nachher nicht rein, weil er diese kurze Hose anhat. Auf jeden Fall haben die sich halt dann kurz am Rande von der Disco kurz umgezogen. Er hat halt, wie gesagt, die Sporthose ausgezogen, dem Mädel gegeben, der Kollegin, und die Kollegin hat ihm dann ihre Jeans gegeben, die Damen-Jeans, und dann durften wir rein. Hat's gepasst. Da war es plötzlich keine Beachparty mehr, ne? Da haben die Türsteher aber auch so ein bisschen geschmunzelt, und ich glaube, weil wir so originell waren und auch so lieb eigentlich waren, haben die uns da trotzdem reingelassen. Fand ich schon ganz interessant. Das war irgendwie lustig. Also erst waren wir erstmal so, scheiße, wir kommen nicht rein, so was machen wir. Ne? Ich hatte sogar extra Wechselklamotten mit. Ich hatte so eine kleine Tasche mit extra mit komplett anderem Outfit, weil ich nicht wusste, wie streng sind die oder so. Ne? Aber ich kenne das aus Golfclubs, da kommst du halt auch einfach so rein. Da wird auch nicht mal in die Tasche geguckt. Du gehst einfach schwarzes T-Shirt, Jeans und dann darfst du rein und fertig ist. So kenne ich das aus solchen Sachen, ne? So Normalo-Läden in Anführungsstrichen sind da halt doch schon ein bisschen anders geprägt. Aber gut, was hat hier die werte Caroline über ihre Abby zu erzählen? Ich muss dir gerade mal kurz einen Schwenk aus meiner Vergangenheit erzählen hier. Was hat Abby denn hier gemacht? Ein paar Online-Kurse besucht, aber sie befürchtet, dass sie da nicht mit Leib und Seele dabei war. Ja, Online-Kurse sind auch anstrengend. Und sie ist ein Freigeist, so wie ich es war, bevor ich Pierre getroffen habe. Sie fühlt sich auf deinem Hof sicher pudelwohl. Ja, ich hoffe doch. Gestern habe ich Jobas Altar besucht, um mich für die sichere Rückkehr meines Mannes zu bedanken. Ah ja. Hi, Evelyn. Mit jedem Jahr schätze ich die Jahreszeiten mehr und mehr. Für junge Leute ist es einfach so einfach, vergehen zu lassen. Na, finde ich nicht so einfach. Wenn man 30 ist, ist das Leben eh zu Ende. Ich fühle mich für die Gesundheit dieser ganzen Gemeinde verantwortlich. Das ist ab und zu anstrengend. Ja, glaube ich wohl, aber stress dich mal nicht so. Zur Not, Pam hat einen Bus, kann fahren. Haben mehrere Leute einen Führerschein. Ganz ehrlich, dann fahren die Leute rüber zur Stadt. Wenn es gar nicht geht. Wäre jetzt meine Idee. Zur Not.
So, ist Elliot eigentlich wieder da? Nö, aber ich mag sein Zimmer, ne? Aber ein bisschen sporadisch, ne? Aber er hat ein Klavier. Das finde ich ziemlich cool. Ich mag Leute, die Klavier spielen können. Beziehungsweise ich mag es, wenn Leute Klavier spielen. Es ist irgendwie peinlich, die einzige Familie in der Stadt zu sein, die in einem Wohnwagen lebt. Ja, glaube ich so ein bisschen, ne? Ich wünschte, sie könnte in einem netten Haus leben. No. Kann ich nicht einen Schuppen irgendwie mit aufstellen? Auch so ein zweites Haus auf dem Dings? Dann können die da wohnen. Wäre doch eigentlich auch cool. Hast du die Minen schon erkundet? Ich habe gehört, dass dort einige nützliche Materialien zu finden sind. Ja, das haben wir schon. Das haben wir schon gemacht. Moin, Alex. Meine Oma hat mir gesagt, ich sollte mehr Zeit mit Lernen verbringen. Ja, dann tu das doch. Und, kommt noch was? Nö, kommt nichts. Dachte, vielleicht. Vielleicht geschieht hier noch was. Ach, die Lea ist hier. Ich hatte heute einen riesigen Teller voll wilder Pilze und Eier zum Frühstück. Ich bin immer noch satt. Achte gut auf den Boden vor dir und du willst selber Pilze finden. Ja, kaufe ich gerade Setzlinge? Ach, verdammt. Zu spät. Guck mal, wie knapp. Ich hätte gerade noch fast Setzlinge gekauft. Ja, dann ist 17 Uhr geworden. Ah, schade. Leider ein bisschen zu spät, ne? Dann ist das leider so. Auch mit Kent zwei Sätze. Auch nicht machen. Oder gerade noch mit ihm reden hier. Habe ich dir je erzählt, dass ich ein weiteres Armband von meiner Urgroßmutter auf dem Dachboden gefunden habe? Nee, hast du uns noch nicht erzählt, aber das finde ich eigentlich ganz cool. Da hatte man auch mal eine andere Seite von ihr gesehen, ne? Als sie das Armband verloren hat. Was nicht nur so ein Girlie ist, sondern die auch ein bisschen nach Familienbezug hat und auch. Da war sie halt auch nicht so oberflächlich. Die sieht für mich immer so oberflächlich aus. Oder bin ich vielleicht selber oberflächlich? Weil ich das erwarte von solchen Leuten. Bin ich auch bescheuert. Aber ist tatsächlich so. So. Dann lassen wir unseren Weltschmerz erstmal an Schleim aus. Nochmal. Noch einer hier. Oh, was habe ich denn da jetzt? Baguette aus Versehen in der Hand. Damit kann ich bestimmt auf den Schleim auch draufschlagen, aber ich glaube nicht, dass das hilft, wenn man die dann verprügelt damit. Da haben wir das harte Holz. Wie viel kriegen wir eigentlich hier pro Tag? 12, ne? Nicht so viel eigentlich. Was geht? Den Baum hier oben hübsch. Geht da so alleine. Der ist auch so ein bisschen prächtiger, ne? Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ah, helles Bier ist fertig. Da können wir gleich nochmal gucken. Die Mühle, die ist noch dabei. Da habe ich die Kokosnüsse gelassen. Okay. Noch einen schmeiße ich nochmal rein.
Sarg von Marien kommt hier oben nochmal hin. Dann können wir das nochmal verschrotten hier. Morgen ist dieses Fest, ne? Dann nehme ich doch schon mal... Oh ne, die nehme ich morgen erst mit, wenn ich fertig bin. Das ist sonst Quatsch. Und ich muss dann hier nochmal den Hopfen mitnehmen. Habe ich aber da hinten in der Kiste. Und immer wieder ein bisschen durcheinander hier. Die gegossen? Ja, ich glaube schon, ne? So. Gehen wir mal schlafen. Was ist denn da jetzt passiert? In der Nacht gab es einen heftigen Sturm. Okay. Was ist geschehen? Muss ich Angst haben? Okay. Da ist doch irgendwie gerade auch was zusammengebrochen, ne? Ich hab's doch gehört. Was ist denn da jetzt passiert? Okay. Ja, das werden wir dann wohl in der nächsten Folge erfahren, was da jetzt los ist. Bin ich ja mal gespannt. Ja, gucken wir dann mal, was passiert ist. Ich hoffe, es ist nichts kaputt. Es ist noch alles heile. Wir werden es sehen. Gut, dann bis morgen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.